Nur dreckige Ratten bewundern sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Verlassen. Oh. Danke. Oh. Du, zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du... Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm. Nimm! Mach schon. Befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leck dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! 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 Tun Sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blazkowicz. Geben Sie denen niemals nach. Wohl kaum. Schwächlich! Upsala. Sie ahnen. Oh, wie seltsam. Eben war sie noch am Leben und jetzt ist sie tot. Haben diese Augen jemals geliebt? Was meinen Sie? Küsschen, Küsschen, Küsschen. Das ist nicht komisch. Willst du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen. Oder vielleicht lieber hier unten, ja? Sigrun, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um! Bitte oh. Hör auf! Es reicht! Aus dem Weg! Nein! Nicht da! Holla, die Waldfeder! Lass doch anschieben! Schnell, schnell, schnell. Ah!
Schmutz habe ich da angezogen? Das ist ja Kimbo. Ah. Alles gut? Mir ging's schon besser, aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Geben Sie mir einen Grund, Ihnen nicht das Hirn auszupusten. Ganz langsam. Mir ist noch schwindelig, habe viel Blut verloren. Ich kann Ihnen helfen. Oh, kommt da nicht etwas? Was zeigt's mir da im Viereck? Ah, da ist noch mal Muni. Kann ich nicht machen hier. Ich weiß nicht, ob hier auch wieder Zeugs versteckt ist. Ah, das ist die Munitionskiste. Wie können Sie von dort aus deaktivieren? Geben Sie ihn Rot frei. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Ich glaube, die Arme sollten abgebunden werden, etwas oder so. Okay, Blasco. Gehen Sie da rein, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei. Ich bin Ihnen gerade keine Grund. Das mit Ihrer Freundin tut mir leid. Schnauze, Mädchen! Nein, ich glaube, hier ist weniger zum Sammeln. Die Zeitungsschnipsel kann man sicher lesen. Motorrüstung, setzen die Motorrüstung. Ah, wie machen die das? Fergus, Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Kann man nicht auftun, ne? Mach ich einen Nahkampfangriff? Man kann viel anstellen mit einem Beil und einem Regime weg. Da holt sie da den Kopf ab. Ui, das ist aber heftiger als im letzten Teil. Ja. Nicht zimperlich. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige. Eine Menge Waffen. Lade ich nachher eigentlich? Ach, kann ich nicht, weil ich keine Muni habe für das. Signal entdeckt. Signal soll. Wie Sie es uns im Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Schicken Sie die Truppen! General Engel, bitte bestätigen Sie die Anzahl Feind. Kommandant? Hallo? Kommandant? Zuerst soll er fertig reden mit Ihnen. Das war dumm. Es ist jetzt noch ein zweiter Kommandant. Codes. Was ist es? Kann man hier baden, oder? Das hat nicht geklappt mit ohne. Scheiße. Falsche. Aber wo ist jetzt der? Ah, da hinten. Ui.
vielleicht Granaten, das weiß ich auch nicht. Durchschießen bei der. Oder automatische Sicherheit. Jetzt habe ich gerade seinen Text abgebrochen. Die Steuerzentrale. Die ist ein Enigma Codes. Was ist denn das? Die neue Wahrheit. Da drin das auf. Das ist schon so eine. Was hätte es das eigentlich zu öffnen wäre? Das mache ich falsch. Normalerweise kannst du die auftun. Scheibe. Die gibt nicht einmal das Geräusch, aber die da. Da irgendwo kannst du... Ah, vielleicht oben. Die Frage ist, kommst du da rauf? Shit. Wie gehst du jetzt da wieder rauf? Hier. Schon noch irgendwas. Ja, ich denke, ich komme runter hier. Hier unten steht. Ja, mal hier. Ja, auch nicht. Goddammit. Scheiße. Da oben kann ich auch noch rein. Irgendwie. Über. Und da bin ich ja schon gesehen. Von hier hätte ich dann so ein bisschen im Keimen. Darf ich sogar schon das Bild werfen? Thank you.
Tank sieht explosiv aus. Ein neuer Ausgang. Achtung, Explosion in Treibstofflager 3A. Sicherheitspersonal, den Bereich unverzüglich untersuchen. Wiederhole, Explosion in Treibstofflager 3A. Sicherheitspersonal, den Bereich unverzüglich untersuchen. Steuerzentrale. Auf die Seite, Herr von Bartel! Auf die Wach auf, Max! Gut. Max an! Er ist da! Max! Max! Okay, kommt jetzt! Max. Wir sollten schnell untertauchen!
Geschafft, Herr Blaskowitsch!